Guten Morgen, liebe Sorgen. Heute probieren wir mal das, die Idee von dem guten. Ich schau kurz nach. Seinen Namen nicht aufgeschrieben. Was hätte ich machen sollen? Huch, jetzt die Musik aus. Danke, das sieht halt nur noch von vorne los. Egal. So, vom Peter Eleven. Und dann schließt die Legion ab. Geil. So, zwei spielen mit Mech. Und der Kollege hat erwähnt, ich soll doch einfach weiter hinten bauen. Ich würde jetzt aber trotzdem so ein bisschen mittig bauen, weil ich sonst die Zeus nicht richtig gut platzieren kann und die Range nicht ausnutzen kann. Ich werde hier den Pyro mal auf der linken Seite platzieren, weil er erwähnt hat, ich soll die Wave splitten, also später auf der rechten Seite exakt dieselbe Frontline bauen wie auf der rechten Seite dieselbe Frontline wie die linke, so dass sich die Wave halt aufteilt und die Frontlines nicht so viel tanken müssen. Generell ist das Splitten eigentlich eine sehr gute Idee, nur meiner Meinung nach finde ich, also ich war immer der Meinung, dass der Pyro eigentlich gut funktioniert, sobald die Waves gut gestackt sind, weil er ja Flächenschaden macht und umso weniger Einheiten auf einem Fleck sind, umso weniger Schaden macht er. Deswegen ist das, fand ich immer das Splitten beim Pyro nicht so smart. Aber er hat einen schlauen Kommentar verfasst, und zwar, dass man ab 10 ja eh nur noch Berserker, Tempest und APS baut und Millenniums und Zeus ja eigentlich auch noch ganz gut sind, blablabla, aber dass man eigentlich gar nicht mehr auf die Pyros geht, weil die Pyros im Late Game halt echt nicht mehr viel machen, weil sie halt zu wenig Schaden haben und auch nicht wirklich Tankiness bringen. Z, eine Early Game Unit. Zeus sind da schon anders, weil sie ranged sind und halt diesen den schicken Spell. So, wir schicken auf Blau. Blau ist der Olaf. Olaf geht Mudman. Olaf Mudman ist Bad of 4. Macht Hard Impact Damage. Schlecht gegen Swift Armor. Und die Chickens haben auch Impact, deswegen ficken wir die eigentlich schnell auseinander. So, mir wurde jetzt nicht geschickt, ne? Wünschen, Sorgen, Nöte oder Einträge für das Spiel hier. Knacko der Spacko. Ich frag einfach mal ganz nett. So, er hat jetzt Angst vor der Double Snail. Mudman liegt nämlich zu Double Snail auf 2. Oder auch gegen Fiend, wenn der Mudman die Fiend angreift. Jetzt schickt mir der Dude auf 2, das heißt, ich kann jetzt einen weiteren Worker pushen, weil ich auf 3 keine Angst haben muss zu liegen. Oder kann ich überhaupt? Nee, kann ich nicht. Ich muss auf 150 kommen, um noch einen Worker gehen zu können. Komme ich nicht. Er ist jetzt ein Aqua gegangen. Und wenn er das zum Fire Element ausbaut. Oh, der liegt aber, oder? Nee. Oh, Bone Crusher, Heilung zu krass. Nee, der liegt nicht. Ist das geil. Ja, Bone Crusher, okay. Er schafft jetzt sogar einen fünften Worker. Und hat trotzdem noch 100 Gold und kann den Berserker auf 4 gehen. Wobei er wahrscheinlich auf 3 auch irgendwas platzieren muss, weil er sonst nicht hält. Aber so schaffe ich mehr auf 4 und kann meinen Dude vielleicht liegen. So, auf der Wave muss ich jetzt nichts bauen. Weil Pyro Magic Damage hat, der hat mir vorher 20 geschickt, das heißt, er kriegt keine 60 zusammen. Und gegen den Brute würde ich die Brute liegen und gegen den Dragon Turtle vielleicht noch zwei Frogs, aber in dem Fall ist mir das Wurst. Weil ich meinen Dude auf 4 liegen will und. Es ist kurz mir eigentlich ganz gelegen, wenn ich auch noch ein bisschen liege. Ja, er safe jetzt auf 4. Er ist Harden gegangen, das heißt auf der 4 kriegt er richtig hart auf den Sack. Ah,
Harden. 10% Damage Reduction für diese Runde, aber auf der nächsten Runde kriegt er dann hart aufs Maul. Kann man schon so sagen. Und der Bonecrusher braucht wieder Jahre. Gut für mich. Schaffe ich vielleicht noch einen Lizard dazu. Aber liegt der diesmal? Der liegt diesmal. Der Gargoyle ist nicht krass genug. Das ist natürlich sehr schön. Das heißt, da ist jetzt ein Worker dran. Das gefällt mir. Er geht schon den sechsten Worker. Er schickt ihm auch durchgehend. Den Berserker hier gehe ich jetzt, oder? Ich platziere den mal. Hier kommt die APS hin. Jetzt sehe ich den Berserker hier oder hier. Ich platziere den einfach hier direkt vor dem Pyro. Und jetzt will ich noch einen Lizard dazu schaffen, weil die Brute wird wahrscheinlich gegen das Fire Element sehr schnell sterben. Und wenn ich jetzt den Lizard dazu schicke, hoffe ich, dass die Musik nicht allzu laut ist. Zwei Brutes. 120, das ist eine Menge. Ja, der Berserker soll einfach nur lange tanken. Es sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Oder? Oh doch. Da sind eine Menge Worker drin. Und er liegt. Aber nur Brute und Lizard auf. Wenigstens etwas. So. Auf der 6 brauche ich wieder einen Berserker. Und das schaffe ich, wenn ich jetzt. Kann ich noch einen Worker geben? Und ich kriege ja jetzt nochmal einmal Income. Da habe ich 60. Von dem nächsten Wave kriege ich 100. Und dann nochmal Income. Komme ich auf 190. Jetzt durch den Leak komme ich sogar auf jetzt schon 78. Könnte jetzt noch Peewee platzieren, um safe zu sein. Aber ich fand das schon. Ui, was ist mit ihm los? Safe der? Nee. Bruder, was ist los mit dir? Hast gute Units. Ich glaube, ich kann sogar noch einen Worker gehen, ne? Ja, ich gehe noch einen Worker. Nee. Oh mein Gott, ich bin dumm. Jetzt komme ich nur auf 60. Scheiße. Das war dumm. Hätte ich nicht machen dürfen. Oh mein Gott, passt das noch? Oh, es passt doch noch. Ja. Ich habe gerade kurz gedacht, mir fehlen dann 2 Gold. Ich kann nicht rechnen. God bless. Sieht ganz gut aus. Sieht ganz gut aus. Mein Dude hier hält auch ganz gut, aber. Ne, der schickt die ganze Zeit 40. Man hat 20 geschickt, hat 60 gesaved. So, den Berserker platziere ich jetzt hier unten. Guckt da die APS hin. So, haben jetzt eine Value von 580. Kann natürlich sein, dass der Dude jetzt auf die 7 geht, dann bin ich natürlich nicht so gut dabei, könnte man sagen. Oh ja, Mudman mit Lifesteal ist das Beste, was es gibt. 100, das ist eine Brute und eine Fiend, das ist okay. Er geht wieder Harden. Das heißt, auf 7 kann ich nochmal Deck schicken. Schicke ich Brutes mit. Weil ich ja will, dass die Frontline schnell auf den Sack kriegt. Übrigens, wenn ihr gegen Pyros spielt, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es schlauer ist, auf 6 viel Pierce Damage mitzuschicken, damit die Berserker vorne schnell sterben und der Pyro hinten dann gegen die Rokkos verkackt. Weil jeder Mech geht halt auf 6 einen zweiten Berserker. Und das ist halt. Gehe ich jetzt APS? Ich gehe jetzt APS. Ja. Und der Worker. Oh,
Oh, und der Typ sollte jetzt eigentlich schön hart kassieren, wenn er jetzt nicht noch eine Rock Wave geht. Weil die Fire Elements sind gar nicht mal so gut auf der 7, weil sie halt so viel Magic Damage haben. Jetzt schauen wir mal, er hat nichts gebaut. Kriegt jetzt den Cent. Und die Mudmans kriegen natürlich vorne den extra Damage durch die minus 10 Armor. 10%. Das ist halt eine prozentuale Verstärkung. Und da kommt jetzt halt quasi die ganze Wave hinten an. Und die Pfeilemittel haben jetzt ein bisschen was zu arbeiten. Wobei die nicht liegen werden. Schade. Arcane Armor ist dann doch schon zu krass. Oh doch, kommen zwei durch. Der stirbt noch. Akimi. Da ist noch ein Walker drin. Er hat jetzt gesaved, ein 100er Cent. Sollte dann aber... Geht er jetzt auf 9? Oder auf 10? Merkwürdig. Ich könnte jetzt greedy sein, das hier zurückhalten. Aber ich glaube, ich gehe einfach auf der Seite. Ein Veteran. Und noch ein Worker. Und fange schon mal an, die Waves zu splitten. Wobei das jetzt eigentlich eher so ein kleiner Split werden wird, die wird sich ungefähr hier versammeln. 80% der Wave werden hier angreifen und hier der Veteran wird so drei Einheiten angreifen können, die ihn angreifen. Oder nur eine. Sehr gut. Aber es sollte noch alles im Bereich des Möglichen sein. So. Auf 10 ist der gar nicht nur so gut. Ich save jetzt auf 10. 3 Waves skippen. Wenn ich auf 10 eine Safety Moon und einen Hermit schaffe, wäre das schon ziemlich geil. Ganze Damage Reduction auf dem King ist schon ist stark gegen Fire Elementals. Ich gehe jetzt auch keine Worker. Ich muss einen zweiten Pyro schaffen. Wenn ich safe bin auf der 10, auf der 9. Und für die 10 muss ich dann noch einen Berserker platzieren. Am besten 2, aber 2 schaffe ich nicht. Ich werde dann einfach einen Berserker platzieren und den Veteran da rechts noch boosten. Dann sollten die Berserker eigentlich lang genug tanken. Der Veteran kann schön seinen Damage reinhauen. Aber was mein Kollege da macht, das verstehe ich nicht ganz. Ich werde liegen. Das ist ein Pack Leader. Das sieht nicht gut aus. Wobei der Pyro Splash Damage kickt schon ordentlich rein. Die Fortified Armor ist auch nicht zu unterschätzen. Der Veteran hält da noch die Wave ein bisschen auf. Kann jetzt auf jeden Fall in den Worker gehen. Oh doch, ich halte. Oh, easy. So. Und ich schicke jetzt meine Safety Moor und meinen Hermit. Und dann noch ein paar Lizards. Da 239, da ist der Berserker auf der Seite drin. Und Supply und dann gehe ich noch eine Bazooka, ne? Obwohl. Ich glaube, ich bin greedy. Halt die 100 Gold zurück, gehe Supply später und schicke jetzt noch einen Lizard mit. Und eine Snail. Weil ich will den möglichst viel Gold liegen. Und auf der Wave bin ich eigentlich ziemlich gut mit dem Berserker. Nochmal, und das ist ein. Ja, das ist nix. Das ist ein Dino und eine Snail. Und die Paros klatschen halt die kleinen Units direkt weg. Und er hier ist halt verharden gegangen, bringt ihm aber nichts. Weil sein Backline keinen Schaden macht. Die Safety Mode kriegt halt von den Fire Elements auf den Sack. Aber es reicht trotzdem nicht. So, Hermit kriegt keinen Schaden mehr. So, und er liegt das. Und ich lieg das auch. Das ist blöd. Okay, das habe ich jetzt. Habe ich jetzt geworfen, ne? Ja. Ach, ich wollte den Veteran boosten.
Da ist das Problem. Egal. Ich gehe jetzt rechts in Leviathan. Was haben wir? Allowance, Reroll und Dark Ritual. Gehen wir Allowance. Gehe ich noch eine APS auf der Seite und zwei Worker. Und er ist Harden gegangen, deswegen resende ich ihm jetzt mal. Ein Dino wäre eigentlich drin. Jetzt habe ich ihn jetzt geschenkt in Gold 26. Kollege ist auf 16 Worker. Könnte sogar noch einen 17. gehen. Krasser Du. Jetzt splittet sich die Wave auch mehr. Sieht aber sehr gut aus. So, was haben wir bei ihm? Ja, die Frontline ist jetzt mega weak. Und die hinten haben eigentlich nur Arcane und Swift Armor. Wenn da jetzt auch relativ viele überleben. Ne, der hat zu viel Schaden. Das reicht nicht. Schade. Können wir nochmal auf 14. Auf 14 könnten wir schicken. Knack oder Spacko? Bester Mann. Ich glaube, ich habe echt schon mal mit dem gespielt. Nur weiß ich nicht, wann das war und ob ich mit ihm gewonnen habe oder nicht. Wenn der Berserker weg ist, dann wird er noch liegen. Wobei das jetzt gerade nicht so gut für uns ist, ne? Bitte lieg einfach nicht. Weil die saven gerade, wenn die einen härteren Cent auf uns machen können. Ne, komm, Feierarsch, mach ihn weg. Oh ja, schafft er. Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, da mache ich jetzt noch einen Leviathan. Wobei, der schickt nicht auf 12, ne? Warum sollte der auf 12 schicken? Mache ich hier einen Tempest. Ich setze zwei Bazookas. Nicht ungefähr auf Value. Der Leviathan ist gut auf der Wave. Halt mir die 150 Gold zurück und dann schaffe ich für die nächste Runde einen Fatalisierer. Und dann sollte ich safe sein vor 13. Er schickt jetzt. Ah, der Wave Split ist dann wieder effektiv auf der Wave. Fortified Armor. Save them all down. Sehr schön. Ja, doch, haben wir. Sehr schöner Tipp mit dem Wavesplitten. Nein, nicht die Bazookas. Sie haben meine Schwäche erkannt. Ich lieg nicht so viel. Das ist aber voll in Ordnung. Und er hat mich. So. Wir wollten ja auf 14 schicken. Ich brauche. Oh, ich kann zwei Worker geben. 350. Ja doch, ich kann zwei Worker geben. Ich habe schon trotzdem noch den Fatalisierer. Oh, liegt er? Oh ja. Nochmal mehr Zeit. Und das ist nicht. Das ist, glaube ich, nicht sehr viel King Damage. Ich glaube nur der Packleader kommt an den King ran und macht Schaden. Müssen wir mal kurz gucken, wie viel Gold das Ready jetzt ist. Nach 10 Kick. Und schon ziemlich viel Gold. Oh ja. Ja, okay. Sehr viel Geld. Schade. Fatalisierer und noch ein Worker. Obwohl, eigentlich müsste ich Millennium gehen. Weil die ja nicht schicken. Und dann nächste Wave kann ich noch Millennium auf der rechten Seite gehen. Und
er ist mit dem ganzen Effektschaden, den er hat, ziemlich gut auf der Wave. Und die kriegen auf der 14 den zerstörenden Cent. Bitte geh Harden. Er ist nicht Harden gegangen. Na egal, aber er hat sehr viele Spells, Magic Damage, Safety Maul, Hermit. Und noch ein Pack Leader, Full Aura. Und ich schicke zwei Drachen. Und ich schicke noch ein Pack Leader und dann noch alles, was ich schaffe. Ich schaffe sogar Millennium, sehr schön. Kein Millennium, sondern Doomsday Machine. Alles fürs Income, so. Doomsday. Wir haben 2560. Und gegen die nächste Wave brauche ich schon mal Bazookas, damit ich dann die Zeus platzieren kann. Mit dem Income schaffe ich die beiden und der Wave schaffe ich noch einen Zeus. Brute wird dann nicht viel machen, aber Lizard kommt da bestimmt noch durch. Snare ist auch ganz witzig, falls die Disciple da den Spell drauf klatscht. Und dann schauen wir jetzt mal, was er hier bekommt. Hat er Harden gemacht? Nee, hat er nicht. Frontline stirbt direkt. Windhawks sind auch weg. So, und jetzt mal schauen, wie lange die Phoenixe durchhalten. Hauen natürlich direkt den Pack Leader und die Safety Mall weg. Ist jetzt egal, weil jetzt. Ja, der liegt hart. Der liegt richtig gut. Sehr schön. Ich hab das. Und da sollten jetzt mit der Value, mit dem Gold, was wir jetzt bekommen, gehe ich schön hart Value, weil ich glaube, das ist noch nicht Game. Oder kommt von ihm sogar Safety Mall Pack Leader durch. Lecker. So habe ich das am liebsten. Jetzt sollten wir auf 15 gehen. Weil auf 14 ist er mit den Phoenixen meiner ziemlich stark. Und auf 15 macht Magic Damage nur normalen Schaden und Impact Schaden sehr wenig. Und die mit dem Impact Damage können wir schön schnell durch die Frontline. Und wenn ich da was Dickes mitschicke, dann sollte das eigentlich auch passen. Wo ist das GG? Ich hätte nichts gegeben. Schöne Runde. GG. Easy win. So macht man das, Jungs. Ein guter Tipp gewesen. Bruder. Herze in den Kommentaren. Man kriegt es wieder angezeigt. Plus 16. Finally. Na gut. Nächste Runde, Jungs.